RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mensch, Mensch, Mord, ob man hier echt PET-Flaschen finden kann? Nun suche ich hier schon seit 2 Stunden und gleich wird's dunkel. Hey Lenny, du, hier um die Zeit vor der O2-Arena? Was geht mit dir? Was treibt dich hier raus? Moment, Alter, das ist ein Déjà-Dings, ein Erlebnis, was man so glaubt mal schon gehabt zu haben, irgendwann erlebt zu haben oder so. Wie Déjà-Dings da? Du meinst, du meinst Déjà-vu? Wir haben uns hier schon mal getroffen, denkst du also? Genau. Das meine ich. Hey, boah, mir kommt's echt so vor, als wenn wir das hier schon mal gemacht hätten und uns schon mal getroffen hätten. Du verwechselst das sicher mit damals vorm Olympiastadion, als Icke die Sozi-Stunden leisten durfte, weil Icke den Werner 1 vors Brett geknallt habe. Aber wir sind hier nicht vorm Olympiastadion, sondern vor der O2 World, der bekannten O2 Arena, mein Bester. Ach ja? Naja, aber ja mal was anderes. Was treibt dich denn jetzt hier hin? Naja, Caro hat doch vor 4 Wochen für ihre Oma und für ihren Opa und für sich 3 Konzertkarten ersteigert. Aber wie das Leben nun mal so ist, musste Caro unverhofft schaffen und Oma und Opa kennen doch die Wittner nicht wirklich. Das Einzige, was die kennen, ist Florian Silbereisen und Stefanie Hertel. Ah, und da dachtest du, eh die verfallen, gehst du hin. Moment, du hast 3 Karten, habe ich verstanden. Aber du bist alleine. Oder sägt das irgendwie falsch? Habe ich mich verzählt? Nein, im Gegenteil, Lenny Einstein. Das ist genauestens richtig. Ich rechne dir das mal vor. Oh mein Gott, geht das schon wieder los. Hast du was gesagt, Lenny? Nee, mach du nur. Also ich habe 3 Karten hier und ich gehe hin, aber nicht ganz alleine, denn ich habe unterwegs Werner getroffen und den habe ich mir Karte geschenkt. Also 2 Karten habe ich weggegeben, plus eine hätte ich noch eine. Was? Du schenkst dem eine Karte? Krass. Also treffen wir den ja gleich drin. Wie schenken? Was? Wer? Wie drin? Wo? Hä? Ich schnall's nicht. Ja, du und ich, Alter, du hast doch gesagt, du hast 2 Karten. Und weil du weißt ja, was gute Freunde sind, hast du dann auch natürlich vor, mich mit reinzunehmen, ne? Und dann sehen wir den natürlich da, den Werner, und können uns das Konzert ansehen und anhören. Weiß ich das, was gute Freunde sind? Naja, ist auch egal, ey. Willst du mit? Kannst ruhig mitkommen, wenn du magst. Ich hab dir aber schon gesagt, dass Werner da drin irgendwo rumtanzt, oder? Schon 3-mal, Alter. Los. Und lass uns mal rein da, denn sonst verpassen wir noch was. 10 Minuten später. Oh, geil. Wir haben ja noch ja nichts verpasst. Die Whitney ist ja noch ja nicht draußen. Das ist ja wohl eine von den Wettergirls da, diese komischen da, die dicken Weibers. Ach du, mein Mister, das ist keine von den Wettergirls. Hätte ja sein können. Von der Körpergröße und Körperbau könnte das eine von denen sein. Ach naja, eventuell irgendeine berühmte Soul-Tante aus den USA. Das ist auch ganz falsch, mein Mister, das ist keine Soul-Tante aus den USA. Das ist Whitney Houston. Nee, oder? Warte, Step by Step. Doch, da ist sie. Wow, was für ein Klopfer. Also verhungert ist die kleine Whitney nicht. Aber Alter, die Stimme ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Was hast du gesagt, Lenny? Ich hab gesagt, die Stimme ist auch nicht mehr das, was immer war. Mann, bist du taub oder was? Ach nee, ich hab schon wieder meinen Tinnitus hier, ey. Das quakt voll im Ohr, piepst, tutet und brummt. Alter, das ist kein Tinnitus, das ist Whitney. Ach du Scheiße, das gibt's doch nicht. Was gibt's nicht? Na Lego, gibt's das? Das ist Whitney. Nee, das meinte ich nicht. Ich meine doch eher, schau mal hinter Whitney Houston. Siehst du deine alten Typen? Hey, Alter, ich kann nicht durch Wände schauen. Ich bin nicht David Copperfield, aber du hast echt recht. Der Schatten da hinten, das könnte Werner sein. Ach du Scheiße, was macht der denn da? Hört sich an wie ein Beatles-Song. Oh mein Gott, nein, nun ist der Werner oder das Kabelsteuerwort. Scheiße, die Husten steuert direkt auf den zu. Und Werner versucht gerade, nein, oder echt, nein. Doch, echt, die überrollt gerade Werner. Ach du Scheiße, das ist wie bei Indiana Jones. Alter, nur, dass der Werner nicht so schnell genug wegkommt von der Kugel. Die klatscht direkt auf Werner, versucht noch wegzukriegen. Nein, ah, Werner, aua. Boah, das ist, als wenn es wie Willi auf den kleinen Jungen geknallt wäre. Oh Mann, ich lob's ja. Sag nix, Mord, sag nix. Du willst vorschlagen, dass wir schnell flüchten von hier, ehe eine Massenpanik ausbricht und der Wal über uns alle drüber rollt. Naja, okay, mach mal einen guten Vorschlag. Komm, wir müssen flüchten. Lass uns in die Schenke flüchten. Nee, Alter, das dachte ich eher nicht. Ich dachte eher, wir gehen mal schnell schauen, ob Werner das überlebt hat. Okay, auf geht's. Was, echt? Meinst du das mit der Schenke? Klaro, lass uns hingehen. Berlin.